Ich denke, wir gerade als Designer auch neigen dazu, dass wir immer mehr am Computer sitzen, in 3D-Programmen uns verzetteln. Und das hat wunderschöne und wunderbare Tools, mit denen man viel planen kann, aber wir entfremden uns irgendwie auch vom Handwerk oder von der Arbeit mit der Hand. Und ich glaube, das ist genau das, was für uns den Reiz ausmacht, vom Material und vom Handwerk und vom Know-how, das sich über Jahrhunderte und Jahrtausende angesammelt hat, auszugehen und dann was Neues zu gestalten, anstatt was zu gestalten, dass man versucht, wieder in was reinzupressen. Ja, in Indien haben wir uns sehr mit natürlichen Fasern beschäftigt, vor allem mit dem Handwerk des Flechtens und haben hierbei mit einer Manufaktur im Süden Indiens eine kleine Korbkollektion aus Bananenfasern gestaltet. In der Schweiz oder in Italien weiß ich genau, was mich erwartet. Ich gehe hin und weiß, dass sie Experten in ihrem Handwerk sind und wo die Expertise liegt. In Peru oder Indien, in den Projekten, wo ich jetzt arbeite, muss ich zuerst herausfinden, wo ihre Expertise liegt. Für mich aus der Perspektive der Nachhaltigkeit geht es um mehr als nur um Made in oder um das Thema Who made my clothes. Es geht um Transparenz in der Lieferkette, es geht um das Verbinden von sozialer und ökologischer Verantwortung.